Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zur heutigen Demo. Heute spielen wir die Demo zu Farlenders. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, Leute, und damit nochmal herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Man sieht es sowohl hier oben als auch hier unten, penetrant in der Ecke. Wir testen heute die Demo zu Farlenders. Da steht zwar Prolog, aber das ist die offizielle Demo. Ja, das ist so ein Base-Building-Spiel, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir starten jetzt einfach rein. Testen mal so ein bisschen, was hier so abgeht. Und genießen die Story offenbar. Okay. Also mein Job ist es hier, was aufzubauen. Habe ich denn hier schon ein paar Sachen, die ich bauen kann? Hier haben wir unsere Base. Okay, wir müssen wahrscheinlich Tunnel bauen. Wasser kann man noch bestimmt da in der Nähe bauen. Ein Moment, Leute, meine Maus ist leer. Ich habe so eine Funkmaus und wenn die leer ist, dann muss ich ein Ladekabel anschließen. So, jetzt habe ich ein Kabel an die Maus angeschlossen. Jetzt geht's wieder. Außer ich reiß das Kabel natürlich sofort wieder raus. Typisch Shining. Passiert mir sogar während den Aufnahmen hin und wieder. So, ein Solarpanel. Kann ich bauen. Das ist ja für Energie nötig. Jetzt ist die Energie mit der Basis verbunden. Dieses Kabel ist auch teils so lose. Aber ich habe kein anderes. So, ich muss Häuser bauen. Und natürlich verbinden. Am besten hier damit. Oh, jetzt hör aber auf, Kabel. Oh, es hat einen Bruch. Wo kommt der denn her? Ich brauche Wasser. Ich kriege aber gerade nicht genügend Energie. Ich brauche noch ein Solarpanel. Okay, habe ich jetzt genügend Energie? Die sind auf jeden Fall alle verbunden. Ich kann jetzt eine Wasserpumpe bauen. Da muss sie dran. Dann muss ich eine Pumpe bauen, um das zu verbinden. So. Jetzt haben wir schon mal Wasser und Strom. Ich verbinde die Linie auch mal so, dass das Teil Strom kriegt. So. Ich baue mal hier sogar noch ein Panel neben. So, dann würde ich jetzt gerne ein paar Häuser bauen. Okay. Ja, die arbeiten zusammen, deswegen muss man sie nah beieinander stellen. So, jetzt sind die auch mit Wasser verbunden. Wie viele Männer habe ich denn bisher? Die Häuser sind an. Wir haben halt keinerlei Population bei uns. Ah, jetzt sind die angekommen. So, ich nehme die 10. Wir haben 10 Leute. Wir müssen denen jetzt nicht zuhören.
So, jetzt können wir Produkte herstellen. Ein Greenhouse. Wo können wir das denn aufstellen? Hier schon mal nirgendwo. Was soll ich damit? Okay, ich habe da was gemacht. Offenbar. Ich sollte vielleicht ab und zu auch mal lesen, was die sagen. Ich glaube, ich will das Panel wieder abreißen, damit ich da durchbauen kann. Zehn Leute haben wir. Ich baue den Tunnel auch schon mal so, dass ich da ums Eck komme. So, nächste Runde. Damit kann ich Berge offenbar bauen. Weiß nicht, ob ich das will. TNT. Damit kann ich was sprengen. Also ich kann die Landschaft offenbar umgestalten. Ich hätte gern hier eigentlich durchgehend. So, kann ich was herstellen? Nö. Ich baue mal noch ein Haus. Ich soll ein Greenhouse ja bauen. Habe ich da jetzt was Sinnvolles gemacht? Nö. Muss, glaube ich, noch eine Wasserpumpe hier verlegen. Okay, die sind so miteinander verbunden. Nächste Runde. Ich habe nämlich nicht genügend von denen da oben. Terraforming kriege ich gerade noch nicht. Ich kann nichts bauen, also. Oh, ich brauche noch ein Haus. Ich habe offenbar nicht genügend Power. Demolieren machen wir mal hier weg. Und solange ich es noch nicht brauche, kommt ein neues Panel hin. So. Okay, jetzt können wir was mit Wasser bauen. Das würde ich gern. Oh nee, das ist sogar ein Feld. So ist perfekt. So, warte. Ich baue hier schon mal die Pipeline hin. Wenn ich genügend habe, dann kann ich nämlich was Neues dahin bauen. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier ein Greenhouse hinbauen. Ich sollte mir das nächste Mal vornehmen, vorher noch die Maus aufzuladen. Erinnert mich daran, bitte. So. Das ist jetzt verbunden. Also ihr merkt schon, wie das Spiel aufgebaut ist. Irgendwann musste ich ja mal so ein Spiel spielen. Ich muss fünf Greenhäuser bauen. Ja, da gibt es ein Problem. Ich muss hier erst was bauen, damit ich da durch kann. Was ist?
Ja, ich kann aber kein weiteres Haus bauen, also kann mir gestohlen bleiben. Sind nicht bereit. Ist die harte Wahrheit. Hier muss ich das Gelände erhöhen. Ja, viel mehr kann ich, glaube ich, gerade nicht machen. Ich kann noch ein weiteres Greenhouse bauen. Ich baue die mal so hochkant erstmal. Wenn ich kann, noch ein Solarpanel. So. Jetzt bräuchte ich Terraforming. Und ich kann ein bisschen was erhöhen. Na, endlich. Das ist nur doof gesetzt. So. Jetzt kommt man da wenigstens lang. So, hier kann jetzt noch ein Greenhouse hin. Ich hoffe, den Tunnel kann man so setzen, dass das so nach oben geht. Eigentlich brauche ich. Ach. Es tut mir leid. Mit dem einen hier. Ich merke gerade erst, ich brauche keine Tunnel, um das da oben zu verbinden. Ja, da können neue Kolonisten kommen. Ich habe kein Haus. Ich kann 5 aufnehmen. So, noch ein Greenhouse. Das ist leider im Schatten, also funktioniert das nicht. Energie. Eine Linie. So, passt. Nur habe ich keinen Tunnel. Ich scheiße jetzt auf das Kabel. Also momentan geht es uns noch gut. Ja, ich nehme mal die Kolonisten an. Und würde hier das ungemütliche Gelände mal entfernen. So, vielleicht funktioniert es ja jetzt. Nope. Okay, ich kann jetzt nur wieder warten. Also ihr seht schon, wir besiedeln halt hier jetzt gerade den Mars richtig gut. Haben schon Elektrizität aufgestellt, ein Farmhaus, genügend Häuser für die Leute natürlich. Ich habe keine Ahnung, was das hier für Mist ist, warum das nicht funktioniert. So, jetzt versuche ich mal auf eine Factory anzusparen. Ich habe da Eis gebaut. Weiß nicht, ob das so schlau war. Ja, ich bräuchte eigentlich noch mehr von dem Wasser statt den Pumpen, weil ich habe kaum Wasser. Wie kriege ich eigentlich mit TNT wahrscheinlich, ne? Vielleicht würde ja zumindest so gehen. Ne, das muss offenbar mit einer Hauptleitung verbunden sein. Hey, seid doch mit Wasser verbunden oder nicht?
Ja, was soll ich denn machen? Ich kann gerade nichts von den Wasserpumpen bauen. Jetzt kann ich eine bauen. Jetzt funktioniert das ja auch viel besser. So, jetzt kriege ich viel, viel mehr Wasser. Ich glaube, dass es aber falsch ist. Und ich habe offenbar Chapter 1 damit geschafft, indem ich das Wasserteil abgerissen habe. Jetzt wisst ihr, wie eine Kolonie funktioniert, Leute. Ich habe zwar vielleicht einen Teil rausgeschnitten, aber ganz in allem ein bisschen interessant hier zu sehen, wie man die Kolonie anbaut. Ich bleibe vielleicht in dem Menü für die Abmoderation. Mir tut es ein bisschen leid, dass ihr immer und immer wieder den Windows-Sound gehört habt. Ich muss meine Maus mal dringend aufladen. Wie gesagt, ist eine Funkmaus und das habe ich dieses Mal vor der Aufnahme vergessen. Normalerweise mache ich das immer. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen. Wenn euch das Spiel gefallen hat, die Links zu den Demos, die sind immer in der Beschreibung. Und ihr findet auch die Links nochmal in der Steam-Gruppe. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!